Herzlich willkommen zum Seminar Fotografinnen im Wintersemester 2020/21, das zweite Corona-Semester hier für die Universität Koblenz bzw. die Kulturwissenschaft. Es geht um das Modul 15 Kultur und Geschlecht und zwar ziemlich genau um 15.2, also es ist eine Vertiefung in die Geschlechterforschung, die man hier bei dem Beispiel der Kunstgeschichte oder der Fotografiegeschichte bei den Fotografinnen anwenden kann. Das ist ein genderrelevantes Phänomen, weil es um Frauen geht, die entweder mit der Fotografie ihren Lebensunterhalt verdient haben oder in der Fotografie wichtige künstlerische Beiträge geliefert haben oder liefern. Und das sind Phänomene, die eben am einzelnen Werk, auch an der Biografie, erkennbar werden können. Gibt es da zum Beispiel feministische Tendenzen? Was ist hier die weibliche Kunst? Oder sind es eben Arbeiten, die vom Prinzip her überhaupt nicht erkennen lassen, dass es jetzt von einer Frau gemacht worden ist? Weil das ist bei den einzelnen Frauen, bei den einzelnen Arbeiten doch durchaus unterschiedlich. Dazu gibt es hier also eine Referatreihe, die hier dann, jedenfalls habe ich das so geplant, auch bei YouTube dann stattfinden wird. Sind nicht viel, weil es nicht so viele TeilnehmerInnen dabei sind, aber einige werden es schon sein. Und ich habe das eben so konzipiert, dass meistens zwei Fotografinnen vorgestellt werden, die entweder einen Zusammenhang haben oder irgendwie kontrastierend sind, damit das dann etwas gebündelter ist. In diesem Seminar geht es also nur auch um Kunstgeschichte, Fotografiegeschichte im Speziellen. Und auffällig ist dabei, dass es da sehr viele Frauen gibt, die also in der Fotogeschichte existieren. Das geht bei Julia Margaret Cameron los, Gertrud Kesebier, bis hin zu Annie Liebowitz oder Herlinde Körbel. Ja, also es ist wirklich sehr viel und auffällig viel. Und die Frage kann man sich natürlich dann gleich stellen, warum ist das so? Und dazu gibt es dann vielleicht, hätte ich zwei Ideen. Das eine ist, dass eben ein neues Medium war in der Mitte des 19. Jahrhunderts und dass aufgrund dieser Neuheit oder der Modernität, das noch gar nicht so besetzt war von Männern, weswegen dann auch zum Beispiel Gertrud Kesebier dazu aufgerufen hat, Frauen in die Fotografiekunst zu holen, beziehungsweise zu sagen, das ist eine Möglichkeit für euch, was zu machen, weil hier eben noch nicht so viele Männer prägend sind. Die andere Erklärung, oder vielleicht ist es auch, gehört das auch dazu, ist, dass die Geschichtsschreibung vielleicht einfach falsch ist bei den anderen Gattungen, also in der Malerei, Bildhauerei und so weiter. Denn da findet man vom Prinzip her fast nur Männer. Und eigentlich sollte es ja klar sein, dass Frauen mindestens genauso viel, wenn nicht mehr, im künstlerischen Bereich machen als Männer. Und deshalb lohnt sich dabei natürlich auch ein Blick in die Geschichte der Kunst und auch ein Blick auf die Kunstgeschichte, also die Wissenschaft Kunstgeschichte. Ich vermute, dass es in der Kunstgeschichte eine sehr starke eurozentristische, patriarchalische Grundhaltung gibt, also im Sinne von die weißen alten Männer, die hier ja wohl zuhauf vertreten sind. Und einerseits alles, was nicht europäisch ist in der Kunst, vom Prinzip her fast ausschließen oder und weibliche Kunst einfach ausblenden. Ja? Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel dieser Sammelband von Taschen, Malerei der Welt. Darin sind so ungefähr 900 Kunstwerke abgebildet von 500 KünstlerInnen. Davon sind aber nur zwei oder drei Frauen. Was natürlich schon sehr beeindruckend ist, weil das natürlich eigentlich dem widerspricht, was ich eben gesagt habe. Und erstaunlicherweise ist dieses Buch auch geschrieben, mitgeschrieben von zwei Frauen. Also, das ist natürlich eine Sache, die sich sehr komisch anfühlt und der ich jetzt hier in einem Vortrag zur Geschichte der Kunst nachgehen möchte. Als erstes, um
mal nachzugucken, impulsmäßig, wie das denn mit den Frauen in der Kunst überhaupt ist. Allgemein denke ich, ist es plausibel davon auszugehen, dass es das Kunstschaffen des Menschen es so lange gibt, wie es eben Menschen gibt. Und deshalb muss man da auch in der Überlegung natürlich zurückgehen in das Paläolithikum, also in die Steinzeit, zu den ersten Sachen, die uns mehr oder weniger erhalten sind aus dieser Zeit, wozu zum Beispiel Skulpturen, aber auch Werkzeuge und so weiter gehören. Und natürlich auch diese Wandmalereien, Höhlenmalereien, die ja sehr bekannt sind, wo man sehr viel von ablesen kann und die sehr viel mit dem Leben der damaligen Zeit natürlich auch zu tun haben und so weiter. Also man könnte sicherlich davon sprechen, dass diese Wandmalereien eine Funktion haben, die unsere Kunst, die wir heute als Kunst verstehen, natürlich auch hat. Und die Frage ist jetzt, die sind jetzt natürlich nicht signiert. Da hat keiner seinen Namen drunter geschrieben. Es gibt auch keine Aufzeichnung zu, wer das gemacht haben könnte. Also, wie soll man jetzt feststellen, ob das jetzt von Männern oder von Frauen gemacht worden ist? Die allgemeine Vorstellung, würde ich sagen, ist immer so. Also jedenfalls kommt mir das in den Reenactment-Dokumentationsfilmen aus der Steinzeit so vor, dass das immer der geniale Mann ist, der irgendwo da an der Wand rummalt und so einen langen Bart hat und so weiter. Also das ist so ein Bild, was mir auf jeden Fall irgendwie im Kopf so rumschwirrt. Und das hat natürlich mit unserer gesellschaftlichen Prägung zu tun, das ist ja klar. Aber jetzt hat sich tatsächlich immer damit auseinandergesetzt und versucht es rauszufinden, von wem die Sachen tatsächlich sind. Und dazu haben sie die Handabdrücke genommen, beziehungsweise die Physiognomie der Hände untersucht, die als Stencil quasi benutzt worden sind, um diese Handabdrücke an die Wand zu bekommen. 2013 hat das jemand untersucht und festgestellt, dass 3/4 dieser Hände, die da zu sehen sind oder die da drauf lagen vor 40.000 Jahren, von Frauen sind. Und das würde natürlich sofort ein Argument für mich sein, um zu sagen, okay, also da haben dann wahrscheinlich 3/4 der Leute, die daran gearbeitet haben, waren wohl Frauen. Und ich finde das auch gar nicht unwahrscheinlich. Ganz genau kann man das natürlich nicht sagen, aber ich denke, wenn jemand versucht, stencilmäßig da die Hand drauf zu machen, dann wird er in erster Linie seine eigene wohl benutzen. Ich meine, ich hätte das auch in einem Dokumentarfilm über die Herstellung dieser Stencils, also dieser Handabdrücke an der Wand, auch mal gesehen, dass die mit dem Mund quasi die Farbe darauf geblasen haben. Deshalb könnte man schon davon ausgehen, dass das halt Frauen auch waren zu der damaligen Zeit. So sind das natürlich dann die ersten Sachen, die davon zeugen, dass Frauen hier künstlerisch tätig sind und zwar auch mehr als Männer in dem Sinne. Ansonsten kann man in der Geschichte der Menschheit vielleicht in der Antike dann Belege dafür finden, dass Frauen gemalt haben. Bei Plinius dem Älteren, hier finden sich Beschreibungen von Malerinnen, aber auch, und das hat jetzt nicht so viel mit Kunst zu tun, aber Kunst und Wissenschaft steht sich dann ja auch ziemlich nah. Deshalb könnte als Argument auch gelten, dass Pythagoras, Sokrates oder Platon eben Verfechter der Gleichberechtigung von Frauen waren und auch in ihren Schulen Frauen als Lehrerinnen gearbeitet haben. Wo es dann wieder deutlicher wird in der Beschreibung oder in der geschichtlichen Beschreibung, ist dann im Mittelalter, wo sehr viele Frauen bekannt waren, die auch führende intellektuelle Rollen hatten, zum Beispiel Hildegard von Bingen. Das ist die Zeit der Klöster eben des Mittelalters, wo natürlich sowohl Mönche als auch Nonnen an der Wissenschaft, an der Theologie und auch an der Kunst arbeiten. Hier finden sich dann auch die ältesten konkreten namentlichen Nachweise für künstlerisches Schaffen bei Frauen, zum Beispiel bei der Buchmalerei. Dieses Buch war die Scivias, gehört zu einem der wichtigsten Kodizes des 12. Jahrhunderts und ist mit sehr schönen Illustrationen, Buchmalerei, also Miniaturen versehen.
Ebenfalls im 12. Jahrhundert lebte Herrat von Landsberg, eine Äbtissin aus dem 12. Jahrhundert, die die erste von einer Frau verfassten Enzyklopädie herstellte, nämlich der Hortus Delicarum, wo ebenfalls Illustrationen der Autoren mit drin sein sollen. Wenn man dann in die Neuzeit wechselt, also Gotik, Renaissance, dann ist die erste Künstlerin, die einem in der Neuzeit über den Weg läuft, ebenfalls eine Geistliche gewesen, Caterina de Vigri, eine Italienerin 15. Jahrhundert aus Bologna. Ihre Malereien sind zwar relativ wenig davon erhalten, man weiß auch nicht genau, ob das nun das eine oder das andere nun von ihr ist, aber es wird ihr zugerechnet, sind ebenfalls Belege dafür, dass zu dieser Zeit Frauen in der Herstellung von Kunst eine große Rolle gespielt haben. Sie selber ist im Gegensatz zu ihren Arbeiten aber schon deutlich erhalten, und zwar mumifiziert. Sie ist dann im 18. Jahrhundert auch heilig gesprochen worden, und ihre Mumie befindet sich heute in einer Kirche. Übrigens, in der Universität von Bologna wurden ab dem 11. Jahrhundert schon immer Frauen zugelassen. Die nächste Frau, die ich erwähnen wollte, ist Sofonisba Argiosola, auch eine Italienerin um 1600 rum, die eine sehr erfolgreiche Renaissance-Malerin war, die ihren männlichen Kollegen vollkommen gleichberechtigt gegenüberstand und als Hofmalerin des spanischen Königs Philipps II. Diente. Rubens und Van Dyck haben sie gekannt und übrigens auch kopiert. Von ihr ist die erste Malerei der Neuzeit, die eine Alltagsszene zeigt. Hier drei Schwestern beim Schachspiel von 1555. Und Sofonisba Argiosola wurde sogar von dem Vater der Kunstgeschichte, Giorgio Vasari, erwähnt, der übrigens auch noch andere Frauen erwähnt in seinem Buch. Andere Frauen der Renaissance sind dann Lavinia Fontana, auch um 1600 herum aus Bologna, die Auftragsmalerei vor allen Dingen für den Papst und für den Adel und auch expliziterweise einen Akt für den Kardinal herstellte. Marietta Robusti, die auch von Vasari erwähnt wird, ist die Tochter von Tintoretto, auch die gleiche Zeit, 16. Jahrhundert. Artemisia Gentileschi beschäftigt sich mit biblischen Themen, mythologischen Themen und mit der Historienmalerei, in der sie in den allermeisten Fällen Frauen thematisierte, zum Beispiel Judith und Holofernes, Susanna, Maria Magdalena, Encrezia und so weiter. Hier würde ich schon ziemlich deutlich sagen, dass man hier eine Form der weiblichen Kunst sehen kann, weil sie als Frau selber natürlich die Situationen, um die es hier geht, viel empathischer umsetzen kann, als das ein Mann könnte. Vielleicht sind deshalb die Sachen auch so extrem brutal, also brutaler als bei Caravaggio beispielsweise. Und weiter geht die Reihe mit Judith Leister und Michalina Votius, die beide ja auch im 17. Jahrhundert zu den Barockmalerinnen, also zur gleichen Zeit wie Peter Paul Rubens, gearbeitet haben und zu ihrer Zeit sehr bekannt waren, von denen es heute noch sehr viele Bilder gibt. Dann weiter, es geht schon in Richtung Aufklärung, ist da natürlich zu nennen Anna Dorothea Terbusch, eine Rokokomalerin, die in Berlin und Paris gelebt hat und eine Hofmalerin Friedrichs II. War. Und gerade die Zeit der Aufklärung scheint mir ein Schlüsselaspekt zu sein in der Frage, wie es dazu kommen konnte, dass Frauen in der Kunstgeschichte ausgeblendet wurden. Also natürlich nicht nur in der Kunstgeschichte, aber in diesem Fall geht es ja um die Kunstgeschichte. Und da braucht man eigentlich nur in die Bücher von Rousseau zu gucken. Emile oder über die Erziehung ist ja für die Pädagogen ein weitverbreitetes wichtiges Buch auf jeden Fall. Prinzipiell geht es ja darum, dass jeder das Recht haben sollte auf Bildung und
dass man möglichst frei im Geiste und so weiter ausgebildet werden muss. Also ein Gedanke der Aufklärung ist natürlich dann die Freiheit des Geistes. Und das gilt bei Rousseau aber offensichtlich nur für Frauen. Hier geht es ja einmal um diesen Emil und als Frau wird dann hier die eine Sophie mehr oder weniger vorgeschlagen, über die es dann auch einige Seiten gibt. Das ganze Buch hat ja fast 1000 Seiten. Und ich nehme jetzt mal nur ein Zitat davon, wo schon ziemlich klar wird, dass der Rousseau bei der Freiheit des Verstandes, des Geistes oder des Menschen überhaupt eben gar nicht an die Frau denkt, sondern nur an die Männer. Und zwar heißt es hier, deshalb soll sich die ganze Erziehung der Frauen um die Männer drehen, ihnen Gefallen einzuflößen und zu nützen, sich bei ihnen beliebt zu machen und in Ehren zu stehen, sie in der Jugend zu erziehen und wenn sie herangewachsen sind, für sie zu sorgen, ihnen mit Trost und Rat beizustehen, das Leben zu verschönern und zu versüßen. Doppelpunkt. Das sind die Pflichten der Frauen zu allen Zeiten, auf die man sie von Kindheit an aufmerksam machen soll. Rousseau. Und wenn man sich das in dieser Zeit dann etwas genauer anguckt, dann ist die Aufklärung meiner Ansicht nach schon mit daran schuld, dass Frauen auf einmal nicht mehr ernst genommen werden und verdrängt werden. Schopenhauer ist ja ungefähr die gleiche Zeit, sagte, ich habe ihn vorhin schon mal erwähnt, Frauen mögen keine Kunst, wissen nichts über Kunst und besitzen keinerlei Genialität. Arthur Schopenhauer. Also in dieser Zeit beginnt meiner Ansicht nach ganz extrem die Herabsetzung der Frau, nicht nur in der Kunst, auch in der Wissenschaft und in der Gesellschaft überhaupt. Wenn man nämlich jetzt zum Beispiel mal anguckt, ein Bild von dem Maler Botticelli, da wird ein junger Mann dargestellt, der in die sieben Künste eingeführt wird. Und zwar in diesem Fall von Frauen. Also die Frauen sind hier die Lehrerin. Während dann eben im 19. Jahrhundert das Bild der Männergesellschaften entsteht, wo eben in den Wissenschaften, in den Universitäten und so weiter nur noch Männer zugelassen sind und keine Frauen mehr. Und vielleicht haben es von da an dann die Frauen auch schwerer, Kunst zu machen, weil sie werden dann ja quasi auch separiert von den anderen Leuten, sind nicht gleichberechtigt, wie beispielsweise in der Renaissance bestimmte Malerinnen mit Malern waren, sondern hier wird dann eben ganz klar unterschieden, dürfen nur bestimmte Sachen machen. Noch ein Argument dafür, dass unter Umständen die Aufklärung bzw. der Zeitpunkt der Aufklärung der Moment ist, wo die Frauen in die extreme Unterdrückung geraten, ist meiner Ansicht nach auch der Code Civil von Napoleon zu Beginn des 19. Jahrhunderts, der die Frauenrechte, die vorher schon durch die Französische Revolution größer gemacht worden sind, total reduziert, indem er Frauen zu unmündigen Bürgerinnen macht und auf die gleiche Stufe stellt wie Kinder und geistig Behinderte. Aber wer jetzt denkt, dass die Frauen jetzt keine Kunst mehr machen, der hat sich natürlich getäuscht. Rosa Bonheur beispielsweise, eine Malerin des Realismus, war zu Lebzeiten außerordentlich bekannt und erfolgreich. Und daraus kann man natürlich auch ableiten, akzeptiert. Von ihr liegt auch eine offizielle Genehmigung vor, als Mann leben zu dürfen. Also wird im 19. Jahrhundert die Vorherrschaft der Männer in der Kunst und wahrscheinlich auch überall anderswo, also Wissenschaft, Politik und so weiter, ausgebaut. Weiterhin erwähnenswert sind auf jeden Fall die Malerinnen des Impressionismus ab 1870 mit zum Beispiel Berthe Morisot. Interessanterweise wurde der Impressionismus als weibische Kunst dargestellt. Hier geht es wahrscheinlich um die Angst vor dem Verlust der Männlichkeit. Jedenfalls die Kritiker, die über den Impressionismus geschrieben haben, waren eben alles Männer, die den Impressionismus, also die Malerei, als frei, sorglos, frivol, inkonsequent, verspielt und eben auch vor allen Dingen als weiblich sahen, weil das alles Adjektive sind, die sie den Frauen zuschrieben. Und obwohl viele Frauen beim Impressionismus dabei waren, erinnert man sich heute trotzdem in der Kunstgeschichte vielleicht an Monet oder Degas oder Pissarro. Aber die Frauen sind eher unbekannt, auch in den Schulbüchern übrigens.
Im 20. Jahrhundert werden dann die Frauen vor allen Dingen bekannt, die einen ausgeprägten weiblichen Aspekt vertreten oder weibliche Themen transportieren, wie Käthe Kollwitz beispielsweise oder Louise Bourgeois, Niki de Saint-Phalle, Wally Export und in den 90er Jahren, die ich persönlich damals sehr spannend fand, weil da extrem viele Frauen auch in den Contemporary Art Ausstellungen einfach vertreten waren, Sylvie Fleury oder Shirin Neshat, die ganz klar mit weiblichen Themen arbeiten. In jeder Zeit gibt es natürlich viele Künstlerinnen, aber von der Kunstgeschichte, die, wenn ich das so sagen darf, eigentlich erst ab dem 18. Jahrhundert so beginnt vernünftig als Wissenschaft zu existieren, also mit der Aufklärung, beginnt auch gleichzeitig die Ausblendung der Frauen in der Kunst. Erst am Ende des 20. Jahrhunderts, 1971, wurde die Frage gestellt: Why have there been no great women artists? Fragezeichen. Also, warum gibt es keine weiblichen Künstlerinnen? Das fragte Linda Nochlin und begründete damit natürlich auch gleichzeitig die feministische Kunstgeschichte. Erst 1971, vorher war das überhaupt kein Thema. Aber mittlerweile gibt es eben auch eine Aufarbeitung dessen und damit eigentlich vom Prinzip her beschäftigen wir uns ja auch damit. Und es gibt auch viele Museen, die so ab den 70er, 80er Jahren gegründet worden sind, zum Beispiel das Frauenmuseum in Bonn 1981, National Museum of Women in Arts 1987 in Washington. Und die größeren Museen der Zeit, zum Beispiel Prado und so, zeigen nun Ausstellungen von Künstlerinnen, die man fast vergessen hätte. Insofern kann man, glaube ich, ganz deutlich sagen, dass die Kunstgeschichte vielleicht sogar bis heute, wenn ich mir hier die Bücher von Taschen oder wenn ich mir die Kunstbücher aus der Schule angucke, also vielleicht bis heute das Bild vertritt, dass Frauen in der Kunst nichts zu suchen haben und aufgrund dessen eben auch ausgeblendet werden. Zum Ende des Vortrags kann man, glaube ich, feststellen oder jedenfalls die begründete Vermutung haben, dass die Kunstgeschichte dafür mitverantwortlich ist, dass es so gut wie keine Künstlerin in der allgemeinen gesellschaftlichen oder im allgemeinen gesellschaftlichen Verständnis von Kunst ist. Die Kunstgeschichte ist grundsätzlich auch als Wissenschaft meiner Ansicht nach eher fragwürdig, denn das, was da beschrieben, analysiert und theoretisiert wird, sind in erster Linie Bilder, die auf einen wirken. Bestimmte Sachen, und das ist natürlich in der Literatur und in der Musik, denke ich, auch so, sind nicht analysier- oder beschreibbar, weil sie als Phänomen viel zu stark sind. Das bedeutet natürlich auch, dass die Kunstgeschichte nicht braucht. Andersrum ist das natürlich schon so. Die Kunstgeschichte ohne Kunst würde natürlich nicht funktionieren. Das Dumme ist nur, dass die Kunstgeschichtler versuchen zu bestimmen, und in diesem Fall der Frauenverdrängung haben sie es ja wohl auch offensichtlich geschafft. Sie versuchen zu bestimmen, was wir in der Gesellschaft als Kunst ansehen können und was nicht. Und da sollte man dann vielleicht das gesamte System in Frage stellen, das dahinter steht, wenn es halt eben zu so extremen Fehleinschätzungen kommt, wie hier in der Kunstgeschichte. Das war nur der Impuls, also oder eine Sensibilisierung zu dem Thema Künstlerinnen, beziehungsweise in diesem Spezialfall Fotografinnen, worauf ich mich schon sehr freue, auf die Referate, die dann hier kommen, wo dann vielleicht ein bisschen genauer auf die Problematik, nicht, aber auf die Thematik der Weiblichkeit in der Fotografie oder in der Arbeit von Fotografinnen zu sprechen kommen können. Also vielen Dank und bis dann.